Wenn Sie sich für dieses Duo begeistern können, liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf... Team Arsch wieder unsere Rot. Das Bierbummel Teil... Was ist denn jetzt? Bierbummel Teil 4 oder so? 365. Ja, irgendwie sowas. Und wir stehen hier wieder beim DSD vor der Hütte. Vielleicht haben wir Glück und er ist zu Hause. Ja, guck mal. DSD, komm raus! Ich trinke schon mal. Nee, der ist unterwegs. Vielleicht treffen wir den ja gleich unterwegs. Hm. Ist ja schon öfter passiert, dass wir, das kann sein, dass der uns irgendwo aufgegriffen hat. Ja, oder richtig. Wie ihn. Ja. Wir gucken, was heute passiert. Es geht wieder in die Stadt und wir haben keinen Plan, richtig? Nee, aber wir haben vor allem den ersten Tag in diesem Jahr. Ach ja, auch eine Erwähnung wert. Ja. Ärmellos. Heute ist der Sonne flanieren gehen. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das ist schon fast zu schön, um wahr zu sein. Heute ist der 6. April 2024. Und wir haben den Morgen auch einfach damit verbracht, nur auf dem Balkon zu sitzen. Das war ganz wundervoll. Und Mettbrötchen haben wir gegessen. Ja. Schmeckt ganz toll. Mettbrötchen und Sekt mit O-Saft, ey. Sag euch. Gutes Leben. Bestes Leben. Ja, und jetzt endlich wieder mit T-Shirt raus. Und was wir da so erleben... Ja, mit dem T-Shirt im T-Shirt. Im T-Shirt, in meinem schönen Gremlins-T-Shirt. Das seht ihr dann ja jetzt gleich, ne? Tschüss. Schauplatzwechsel. Glaubt es oder nicht? Ich bin echt am Schwitzen. Wow. Hätte man auch nicht für möglich gehalten, dass man das mal vermisst. Oh, es ist so schön warm und es ist natürlich auch richtig proppevoll. Wir laufen hier auf dem Westen Hellweg, trinken noch so unser gechilltes Hansa und es ist echt proppevoll. Was so schön. Ja, was möchtest du jetzt so unternehmen jetzt hier? Hier? Jeder ist da ganz, ganz individuell. Ja. Ja, ich würde gerne in den Westpark. Okay. Irgendwann da so ein bisschen rumhängen, den finde ich ja gut. Dann müssen wir natürlich zum Hangout, ja, weil wir in der Stadt ja sind und das müssen ja wir halt einfach machen. Ja. Und dann muss ich nochmal zu dem. Okay, kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Na klar. Ja, heute geht es ja echt musikalisch zu hier in der Stadt. Ja. Ne? Eben haben wir Jesuslieder gehört. Also könnt ihr ja jetzt, ja, hören wir jetzt mal kurz rein. Super. Wenn Jesus kommt, stillt er des Herzens Schrei. Was? Das stimmt. Und dann haben wir auch was. Und jetzt reden hier Leute rein. Und dann haben wir auch schon gesagt, sie sollen alles spielen, was sie geben. Ja. Ja. Wir drücken die Daumen, ne? Ja. Und schönen Tag noch, tschüss. So, wir reden hier Leute ein. Was wollte der Herr jetzt? Wo waren wir? Ich denke, irgendein Wohnungsloser, der einfach ein bisschen verwirrt war und einmal kurz mit anderen Menschen sprechen wollte. Ja, ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. So, wir waren wir. Musik, ja, Jesus, haben wir gerade gehört. Dann hatten wir noch mehr Klaviermusik. Da hören wir jetzt auch noch mal rein. Ja. Dann, wenn wir hier stehen und hier ist noch mehr Klaviermusik und die sind alle echt gut. Ja, die also sind sehr, sehr gut. Ja, der eben war schon es gut. Ist eine, also ich sag mal so, es könnten ein paar weniger Leute hier sein tatsächlich, weil es ist schon sehr voll. Ja. Aber so vom Vibe her finde ich das total schön. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, dass so alle paar Meter deswegen schöne Klänge auch, sind. Wenn wir jetzt hier mit unserer Müller- und Tralala-Aktion fertig sind, dann gehen wir auf jeden Fall Cocktail trinken. Heute ist so Cocktailwetter und Leute-Cook-Wetter, weil das ist nämlich auch ein großes Hobby von uns. Leute-Cook. Weil wir ein bisschen krank sind, beobachten wir gerne Menschen. Also wenn ihr mal eine Taschenlampe im Fenster seht, wir sind das nicht. Ja, schon sehr merkwürdig. Ja, weiter geht's mit dem Bierbummel. Wir folgen einfach mal der Regie. Was hast du denn da jetzt schon wieder geholt? Deo. Deo, weil schon so wieder, weil wir ja so oft... Ja, letztes Mal waren wir auch lange. Warum Deo? Hallo. Wegen, weil es warm ist? Ja. Und weil das schwitzig ist dann auch? 95 Cent. 95 Cent. Guck mal, ihr könnt doch mal in den VW reingucken. Hör auf! Dann brechen wir jetzt ab. Tschüss. Was? Geht es schon wieder los? Es kann losgehen. Liebe Regie, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in der Tiergalerie. Warum müssen wir da hin? Ah. Weil wir zu Blue Bricks müssen. Ja, wir brauchen neue Blümchen. Ja. Ja. Vielleicht schaffen wir das auch irgendwann mal, das zu filmen, wie die aufbauen. Ja, ist auch bestimmt. Wir haben es ja erst 8 Mal nicht gemacht. Ja, haben wir schon 8 Stück? Ich glaube schon. Krass. 7 oder 8. Ja, dann müssen wir auch mal den Strauß einblenden. Da wollten wir auch immer einblenden, den Strauß. Ja. Ne? Aber dann machen wir das jetzt. So, seht ihr den Strauß einfach mal bei der Regie auf der Fensterbank. Die Strauß-See, sind ja mittlerweile 2. Schön, ne? Ab welcher Zahl beginnt ein Strauß? Ab 3?
Ich würde sagen drei. Drei ist immer ein gutes Ding. Da runter hier, die Rolltreppe, meine Güte. Hier ist es auch so voll. Aber ist ja auch warm und sommerlich. Dann ist es und so. Erst einer, aber mit der neuen Pflanze sind es dann zwei Sträuße. Okay. Haben wir das auch geregelt? Ab wann ist ein Strauß ein Strauß? Das kann man bestimmt googeln. Ich guck gleich nach. Ja, die Frage stellen wir mal hier in die Runde. Einfach, ja, ich google trotzdem, weil ich das für mich wissen kann. Dann kommt vielleicht gleich noch eine Auflösung. Who knows? Nichts. Die Regie sucht hier mal aus. Waren das die wir sonst hatten? Nee, wir haben immer dieses Sembo gehabt. Aber hier die gibt's. Seegau. Nee, jetzt ist es Seegau. Aber dieses Sembo gibt's auch, glaube ich, nicht aber mehr. Aber also mit dem. Mit dieser. Das hatten wir schon einmal, ja. Ja, aber es gibt auf jeden Fall wieder mal ein paar mehr Blümchen hier. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ja, wir machen jetzt den bunten Strauß weiter und nehmen die. Ja, ist so gut. Ja. Okay, halt ihn mal rein, damit man auch sehen kann. Es ist aber wirklich gelb dann, ne? Nicht, dass das wieder... so. Stimmt. Ja gut, okay. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, gerade bezahlt. Frau, hier ist die Blume. Dankeschön. Bitteschön. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Blumenstrauß, der so lange nicht im Arsch war. Das ist hier der Fall. Na, was haben wir denn da? Mein 10 Euro Bibliothek-Gutschein, den ich von meinen lieben Arbeitskollegen bekommen habe, irgendwie fälschlicherweise, also ich glaube, ich erzähle denen das immer falsch. Ich sage immer, wir gehen da immer hin, aber irgendwie haben die, glaube ich, nicht abgespeichert, dass es immer ein Misserfolg war. Und dann haben die sich gedacht, schenken wir der mal zum Geburtstag eine Flasche Hansa und einen Bibliothekengutschein. Das ist aber eigentlich nett. Es ist total, ich habe die besten Kollegen der Welt, also die sind super nett, aber so, jetzt, mal hoffe ich, dass dieses überteuerte Star Wars Bier noch da ist, weil... Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das. Das ist eine abstruse Idee. Trinken Sie ein Bier mit? Schneller besuchen der Biothek. Das Star Wars Bier gab es leider nicht mehr. Ja, weißt du, da ist man erst geizig und will keine 12,60 Euro für eine 0,3 Dose ausgeben. Komisch, ne? Komisch. Der Preis dafür zu hoch. Ja, und dann hat man einen Gutschein oder die Regie hat einen Gutschein und dann haben sie es nicht mehr. Aber wir haben was viel Geileres oder naja. Ich zumindest. Du weißt, ich habe diesmal auf jeden Fall was ich mag. Das doch ist hier. Detroit Hop City. Kiss Bier mit 6,66 Umdrehungen natürlich. Ja, die Regie hat eine super Orientierung. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ja, also die, doch, mit der müsst ihr doch, mal so doch, wandern gehen. Erzähl doch, was jedes Mal bei Müller passiert. Jedes Mal, seit anderthalb Jahren. Jedes Ach so, ja. Die Spielzeugwarenabteilung ist im zweiten Stock. Und seit, wie lange kennen wir uns jetzt? Keine Ahnung. Knapp 2 Jahre oder so? Naja, fast. Anderthalb, ja, Ahnung, ja, ist ja egal. Also lange. Und jedes Mal, wenn wir bei Müller sind, geht sie bei der ersten Etage schon von der Rolltreppe. Weil und sie denkt, zielgerichtet in die jedes Mal. Jedes Mal. Kunst der Teufel, jetzt habe ich langsam satt. Naja gut, aber wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen. Was hast du denn das Schönes? Ich habe ein Summersby Apple Cider. Das heißt, das mag ich auf jeden Fall, weil ich habe keinen Bock mehr auf Experimente. Ja, das ist... Nach dem Erdnussbutter geht, bin ich bedient. Ja, aber ich meine, das ist auch eigentlich easy. Summersby, das ist ja eine gängige Marke. Ja, das ist deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe doch jetzt mal, also wenn das schon umsonst ist quasi, also geschenkt, dann hole ich mir jetzt auch was ich definitiv trinken möchte. Und nicht wieder so eine Scheiße, wo wir quasi Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer das austrinkt, weil es so widerlich ist. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. So viel zum Thema, wieder. Mal gucken. Ach übrigens, wie viel hat deins gekostet? Warte mal, wir hatten noch 50 Cent drauf. Die haben wir dem sehr, sehr netten 50. Menschen da als Trinkgeld dagelassen. Dann kann er sich die Karte da einnehmen. Was war das? 6,50. Dann hat meins 3 Euro gekostet. Ja, 6,50 dafür führt. Aber das ist nicht 0,3, das ist mehr. Wie viel ist denn das? 0,5 oder nicht? Nee, 0,44. Boah, ja. Ist auch wieder so fancy Scheiße. Nein, nee, alles das sagen ist, 0,5, in dem 0,4. Ich glaube, das ist ein Pint. Ich glaube, ein Pint hat so viel. Ich finde meine Theorie besser, dass das nur wegen fancy Scheiße ist. Ja, wegen fancy Scheiße. Wir saufen das jetzt einfach so. Wir machen das aber erstmal auf. Ja, du kannst ja hier aufmachen. Dann kannst du ja die Kamera nehmen und mich mal hier filmen. Dann fängt die Katastrophe erst richtig an. Und ich rieche den Apfel bis hier. Das ist so lecker. Oh mein Gott, ist das lecker. Dann kannst du mal hier nehmen. Ich mach das einfach auf. Oder du kannst das auch machen, ja. Wenn mein Fingernagel jetzt abbricht, ist aber der Tag drin. Nee, ich mach das lieber auf. Das sieht. Ich kann das. Warte. Ich mach's so schnell Vorlauf. Ui. Ja, kaum gekleckert. Okay. Riecht schon scheiße. Danke. Ja. Prostata. Wir haben diesmal Kaltes genommen. Vielleicht reicht das. Ich behalte meins. Ich sehe den Gesichtsausdruck. Darf ich mal?
Möchtest du einmal nippen? Ein einziges ein bisschen, Mal? Ein bisschen, oder ein bisschen schnapsig. Wie immer schnapsig, ne? Prostata, tiralala. Hätte ich auch mal so ein Apfelbier genommen, wisst ihr? Oder Apfelcider ist ja kein Bier. Ich habe sogar drei für gekriegt. Alter. Wieder diese schnapsige Scheiße. Viel Spaß damit. Vielen lieben Dank für die Einladung. Bitte naja, schön. Dann würge ich mir das jetzt mal rein. Das kann er. Er kann alles, er weiß alles. So, Chili Willy geht weiter mit den Salitos. Mit dem Wasser, weil ich ja vernünftig bin, weil es heute so warm ist. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja, Regie, so eine Louis Vuitton Tasche rein, mal eben kurz kaufen, können wir ja machen, ne? Nee, möchte ich gar nicht. Wenn du so viel Geld hättest. Würde ich mir niemals irgendwelche Gebrauchsgegenstände kaufen, die so teuer sind. Also so Taschen oder Klamotten oder so, da sehe ich einfach nicht ein. War eine andere Frage. Findest du sie hübsch? Nein, die ist voll scheiße. Was eine Scheiße. Ja, kaum ist die Sonne draußen, kommen auch ganz viele Leute raus, die wilden Kram machen, würde ich das mal nennen. Ne? Da ist jetzt irgendwie was, die filmen irgendwas, ein Sport. Intendanten oder sowas vom DFB, keine Ahnung. Was sagt denn die Regie dazu? Die muss mal hier ins Bild kommen. Jetzt applaudieren die Leute. Ja, was ist denn los hier? Sollen wir teilen? Challenge oder so ein Scheiß? Keine Ahnung. Mach doch mal mit. Nee, lass mal. Gehst du da hin? Ich glaube, die finden dich dann auch gut. Nee? Nee, ich finde dich aber gut. Das ist cool. Ja. Ich auch. Oh. Da sind wir schon wieder bei diesem cheesy Scheiß, den man eigentlich nicht machen will, was so ganz viele Influencer machen. Ne? So, wir sind so verliebt. Sind wir doch auch. Ja, sind wir, ja. Ja, aber du weißt, was ich meine, Mann. Ja, bloß nicht zeigen, dass wir glücklich sind. Wir sind voll unglücklich, voll scheiße. Nein, die Länder daneben, ja, weil es Klicks bringt. Ja. Das ist auch ihr Mittel, um die Menschen zusammenzubringen. So, die Regie studiert hier angestrengt die Cocktailkarte im Extrablatt. Ja, du musst wieder lesen, ne? Ja, wir dachten uns, was machen wir? Wir haben so Laune auf Cocktail bei dem schönen Wetter. Hast du schon eine Wahl getroffen oder bist du noch am Analysieren? Ich hab was für dich gefunden. Oh. Was denn? Trinktok? Ach so, Wodka mit Ahoi-Brause, ja. Schön. Am besten prickelt's auf der Zunge. Ja, wie viel kostet Ahoi-Brause, TikTok? Nein, will ich nicht, aber mich interessiert es einfach. 3,95. Ja, okay, das geht aber. Das ist halt ein Shot. Wir haben uns jetzt mal entschieden auch schon. Nee, brauch noch ein bisschen. Vielleicht okay. Musst du als erstes gucken. Okay. Übermenschliche Aufgaben warten auf ihn. Ja, die Entscheidungsfindung, das braucht auch ein bisschen was. Aber im Extrablatt bin ich ja auch ganz gerne. Da gab es ja auch schon mal so Schnitzeltests und so bei Found Footage. Ich gucke jetzt mal in die Barkarte rein und schaue mir an, was es hier denn so Schönes gibt. Da gibt es auf jeden Fall schon mal King Kong am Big Ben. Das ist historisch falsch, weil er war auf Empire State Building, aber kann ja nicht jeder wissen. Ne? Ein Stück Kulturgeschichte. Die Regie ist jetzt mal gerade auf 0-0. So hat man das früher, glaube ich, gesagt. Ne? Auf dem WC muss mal eine Stange Wasser wegstellen. Ich habe mich derweil entschieden, weil sie hat mir die Wahl überlassen. Deswegen bekommt sie einen Hurricane. Ja, ist da ordentlich viel drin. Und ich, ihr kennt mich, ich bin der Minister. Ich gönne mir so einen Ladykiller. Bin ich der Ladykiller? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nein, doch, ja, nein, warte. Auf jeden Fall kill ich die Regie damit. Das finde ich schon mal geil. 20 Minuten später. Cocktailtime. Was haben wir denn hier? Auch so Schaumstoff-Zeugs drauf. Ja, egal. Aber ach, wir haben mal Strohhelme. Das haben wir ja nicht drauf. Au! Ja, das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich. So, ja, dann Chin-Chin. Ich habe das nicht ausgesucht. Ich hoffe, es schmeckt. Ja, ist Grenadier. Ja. Also wir haben, ja, habe ich ja eben schon gesagt, was wir uns ausgesucht haben hier. So machen das die Profis mit dem Blubber. Ach, sag mal, Blubber? Blubber. Ja, mehr. Like, lecker. Oh, vielen Dank. Schmeckt toll! Das muss ich jetzt nämlich auch noch mal an dieser Stelle sagen, ja, dass dieser Mann öfter für mich Sachen aussucht. Wenn es um Essen geht, einfach entscheidet, ohne dass ich weiß, was das ist. Und das war noch nie schlecht. Oh, danke schön. Einmal. Das war toll! Oh, sehr schön. Ja. Muss aber gesagt werden, dass du das sehr gut machst.
Ja, Applaus, Applaus, na klar. Naja, dann, aber gesoffen wird ja immer alleine und gegessen auch, ne? Dann geht's jetzt gleich weiter. Wir genießen jetzt einfach mal die Sonne und Cocktails. Sommer, Sonne, Kaktus, genau. Und Menschenserum. Und was, was? Oh, ja, okay. Hier haben wir sie wieder, ne? Die Regie ist wieder da. Hallo, hier ist wieder die Regie. Warum kaufen Sie Marshmallows eigentlich? Meine Mitbewohner, die gerne haben möchten. Ah, die Mitbewohner? Ja. Mich fragt keiner? Nee. Skandal! Und was mit, den, was mit den Keksen, die man da, wo man dazwischen tut? Das habe ich doch hier schon. Und ach so. Und sogar Super Barbecue. Super Barbecue? Super. Toll! Ja, wo sind wir jetzt gerade? Ah, wir sind wieder im Edeka, ne? Korrekt. Okay, kurze Short-Folge. Was wir gerade eingekauft haben, ich würde sagen, das präsentiert die Regie gleich in der Küche. Darf ich vorher duschen? Nein. Später. Regie hier, packt gerade aus. Oh, was haben wir denn da Schönes? Grill, Kaminanzünder und Butterkekse. Mhm. Ja, haben wir gerade. Guck auf. So, jetzt weiter hier. Marshmallows. Was haben wir noch? Eier, wir brauchen Eier. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Was wolltest du? Das Karlsberg. Ekelgriff? Ja, das habt ihr dann vielleicht auch schon gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Oh. Penny Gin. Wie viel hat der hier gekostet? Ich glaube 7 Euro noch was. Die Schnapsdrossel. Kann man nur zum Milch nehmen. Ne? Milch. Lachs. Hoho. Oh, feine Dame. Bauchfleisch. Ja, Bauchfleisch. Noch mehr Bauchfleisch. Noch mehr, ja, das ist. Eine Zitronen. Für moi. Eine Zitronen. Das Tomahawk Steak. Das Tomahawk Steak, das ziehst du dir heute rein, oder? Und ich was? Zieh mir auch noch das Hüftsteak rein. Alter Vater. Und dann haben wir gleich zwei Leckerbissen. Ja, das für zeigen wir gleich Bewohner mal. Die Rippchen. Schon gesagt, das ist das dekadenteste Grillen, was wir jemals hatten, ey. Ja, das ist schon grob, ne? Noch eine Zitrone. Zitrone. Zwei noch. Kartoffeln. Und ein Dart. Ja, hat dann gekostet. Achso, ja. Tonic. Tonic Water. Für Gin Tonic so, ja. Und Küchenrolle. Ja, wie viel hat das jetzt gekostet? Alles zusammen. Ja. Zu viel. Ich möchte darüber nicht sprechen. Okay. Der Preis dafür zu hoch. Ist, wenn ich mir die Menge angucke, ist der Preis dafür zu hoch. Dann geht's jetzt weiter mit dem Grillen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Erstmal duschen. Ja. Das sollten Sie gleich mal eine Grillparty veranstalten. Ja, gerade noch in der Küche, ne? Jetzt schon am Grill. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist eine unfassbare Unfassbarkeit. Ich bin ja so ein Mensch, ich gebe mich mit Bauchfleisch zufrieden. Aber nein. Nicht in dieser WG. Da gibt es Leute, ich versuche das mal hier hochzuhalten. Die wollen so ein Tomahawk-Steak, ja? What the fuck? Und natürlich eine ganze Ladung, boah, krieg die hoch. Rippchen, ja, Rippchen auch noch. Und da ist der Lachs. Da ist der Lachs. Würde die Regie das sehen? Da ist der Lachs. Der muss aber, der darf aber nicht so lange, ne? Nee. Aber eigentlich ist der Lachs ja, ja egal, andere Geschichte. Ja, Und mein Steak muss auch noch später drauf. Ach ja, genau, wir haben noch ein Hüftsteak hier. Ich habe gesagt, jeder darf sich aussuchen, was er möchte. Wenn du Bauchfleisch nimmst, bist du selber schuld. Ja, jetzt bin ich auf das Tomahawk Steak, bin ich auch ein bisschen neidisch. Ich teile mit dir. Nee, komm, ich bin mit dem Bauchfleisch. Nein, ich finde das schon gut. Bisschen Kartoffeln dabei und so. Und wir haben ja auch noch hier, wenn man mal guckt. Wir hatten ja, habt ihr ja gerade gesehen, ne? Gin Tonic. In diesem Sinne, Prost, Pingeling und zur nächsten Episode. Regie macht ein alkoholfreies Bier und sitzt hier schon im Schlafanzug. Ist schon schlafbereit? Im Bademantel. Im Bademantel. Hugh Hefner hat es vorgemacht. Ne? Jetzt muss man auch sagen, ich trage meinen Bademantel ja immer, wenn ich kann. Ja, also stimmt. Von daher ist das ja, egal. So, ja. Ja, wir hatten ja versprochen, dass wir mal hier so eine Sembo-Blume, irgendwie so ein Blumengerät zusammenbauen. Keine weiteren Umschweife, wir hauen das jetzt einfach hier raus. Ne? Ach, so, hier. Ich bin schon böse. Ach, Scheiße. So, mal sehen hier, das kann ja. Da war die. Ach nee, die Anleitung ist da. Die ist hier. Das wird viele anders herausfordernd als sonst. Was haben wir denn? 5 Schritte, 8 Schritte.
Never ever hier noch. Ja, hier, da. Da sieht man hier, nochmal. So, erstmal hier Packung auf und. Da. Oh. Hier packt aus. Ich versuch's. Ja, wir haben heute nur die kleine Minikamera hier, kann man vielleicht sehen. Keine Ahnung, was passiert. So, erstmal sortiere ich schon mal. Ja, ich sortiere hier auch mal mit. Ja. Guck mal, hier ist ein Auto, hier Lenkräder. Super Mario Kart. Ist mir auch aufgefallen von dem Video, weil ich ja wusste, dass wir das heute zusammenbauen wollen. Ich hätte meine Fingernägel kürzer machen müssen, weil ich kann wieder überhaupt nichts greifen. Ich bin wieder ein bisschen behindert, leider. Das ist ja richtig super. Ja. Das ist ja egal. So. Wir können das ja auch vorspulen. Wir müssen ja jetzt nicht die ganze Bauanleitung hier machen. Natürlich, jeden einzelnen kleinen Schritt, bitte. Wir sind hier nicht beim Held der Steine. So bescheuert. Unfassbar. Also so weit sind wir ja noch nicht. Doch, doch. Hier, Grüße nach Frankfurt. Als ob das hier nur 8 Schritte sind. Das ist doch schon belohnt. Das sind 8 Schritte. Das steht auf dem Papier. Blödsinn. Auf dem Papier steht das. Ist gelogen. Ja, wir gucken halt immer natürlich jetzt hier nach unten, weil da passiert ja der ganze Scheiß. Was ne Scheiß. Den ihr hier seht. Aber guck mal, das ist doch hier alles schon wieder Stil, ne? Wir sind ja schon geübt, weil wir schon ein paar Mal diese Blumen zusammengebaut haben. Das ist relativ ähnlich bei jedem Mal. Mal sehen, ob uns das neue oder gar noch mehr Zuschauer bringt. Das ist laut gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es relativ ähnlich ist bei jedem Mal. Relativ. Das ist heute ein bisschen zickig. Ach. Nein. Was? Ach, das ist auch wieder alles ein Schritt hier. Der ganze Kackfotzenkack hier, guck mal. Nee, das ist alles hier. Eins. Die können schon da hinten. Wo? Da habe ich das schon gesammelt hier. Ist wieder hier Listen and Repeat, ich sehe das schon. So, jetzt hier die ganzen. Aber das ist doch auch noch alles hier ein, so ein, was du hier schon aufgebaut hast. Dennoch ergeben sich Zusammenhänge. Ja, ich glaube, wir können hiermit starten. Wir brauchen. Was ist denn Schritt 1? Oh, Schritt 1 einmal. Ist so ein Verbindungsstück. Das hier? Genau. Und neunmal, diese Teile. Da. 1, 2. 3, und 4, 9 mal diese Rufen. 5, 6. Moment. 6, 7, sehen, ja. 8. Ich hab 8. Warte mal, 4, 5. 9. 6. Okay. 7, 8, 9 davon. Ja, und die steckt man jetzt hier so stackmäßig, stacky-stack übereinander. Ja, ne? Mach mal. Stiele zusammen und machst du immer. Das ist die erste Blume, wo das mit dem Stiel anfängt. Sonst fängt das immer mit der Blüte an. Warte, ich guck schon mal weiter. So, ja, dann bau du mal weiter, weil ich bin ja jetzt hier beschäftigt mit diesem Stiel hier. Beschäftigt mit meinem Stiel. Wie immer. So, ja. So, haben. Mit den Arm aus dem Bild. Achso, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera da was bringt überhaupt. Wir werden das später sehen. Später beim Schnitt werde ich das sehen. Wenn ihr dann weniger seht, man kann ja auch lustige Einspieler machen und so eine Scheiße. Um die ganze Kacke hier ein bisschen kurzweiliger zu gestalten. Für euch zu Hause an den Fernsehgeräten. Fernsehspaß vom Feinsten. Das sind ja aber spezielle Teile jetzt. Das und 3 grüne, okay. Was mache ich denn mit dem Doppelding da? Ich weiß nicht. Warte, ich muss jetzt erstmal hier. Ich muss jetzt erstmal auf mein Leben klarkommen. Ah ja, verstehe ich schon. Nächster Schritt. Nee, ich habe schon hier, so, hier. Stiel. Bravo. Stängel. Was kommt da? Das kommt da. Jetzt geht das. Hä? Mal. Naja, kann ich ja mal ein Pingalingaling machen, wie ich ein Bier trinke. Ne? Eine Köstlichkeit. Wenn man so ein bisschen Bier dabei hat, dann fällt das Bauen gar nicht so schwer, weil man kann der Frau ja hier zugucken. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern man das durch die andere. Ich guck mal in die andere Kamera rein. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht hier, ne? Wir schieben das. Oh, hier. Wir schieben das einfach mal näher ran hier. Das muss dann hier so drauf. Kann man das.
Was ist das denn schon wieder für eine Das Professionelle Scheiße. An uns ist ja, wir sind super unprofessionell. Mhm. Ja. Richtig. Was passiert? Das verstehe ich gerade auch nicht so ganz. Oh, da kann man ein bisschen die Wurst noch vom Grillen mit. Wir haben euch heute gegrillt. Hat er gar nicht gesehen, ne? Ja. Was ist der was? Den Schritt habe ich gemacht. Hier, klock, klock, klock. Das auch. Das kommt da jetzt auch noch mal drauf. Das verstehe ich ja auch so alles. Ja, und dann ist doch noch so ein... Nein, stopp! Da steht doch, ich brauche das hier fünfmal. Ich habe das doch jetzt nur dreimal benutzt. Später. Wir können ja jetzt mal kurz in die Werbung gehen. Ja, bitte. Tschüss. Ja, bitte. Holt euch die fröhlichen Blumen, holt euch das fröhliche Priel. Holt euch die fröhlichen Blumen, selbstklebe Blumen von Priel. Auf jeder Flasche Priel und nur bei Priel gibt's die fröhlichen Blumen. Sie machen Kacheln fröhlicher, Tassen fröhlicher, Schränke fröhlicher, tja, ganze Küchen fröhlicher. Und sogar Papi fröhlicher. Drum holt euch die fröhlichen Blumen, holt euch das fröhliche Priel. Drei auf jeder Flasche. Ja, willkommen zurück aus der Werbung. Wir haben uns das gedacht, dass wir euch nicht... 3 Jahre später. Ja, dass wir euch nicht bei diesem ganzen Zinnober begleiten lassen. Ihr habt viel verpasst, muss man mal ehrlich sagen. Aber das ist auch so richtig, das ist richtig schlimm, ne? Das sind nur 9 Bauschritte. Aber es sind ja nicht mal richtige Bauschritte erklärt. Es ist einfach unlogisch. Es ist naja, egal. Naja, wir haben Ding, dieses Blümchen hier hingebaut. Good News, wir sind noch zusammen, das Ding steht. Und den Blumenstrauß habt ihr dann ja auch schon gesehen und deswegen können wir jetzt weiter auf die Straße und wieder was machen, genau, was wir am besten können. Alkoholfreies Bier trinken, ja, pingelingeling. Prost. Danke. Halt das bloß vorsichtig fest, ey. Hm. Fragil. Tschüss. So. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.